So, Männer, Meisterschaften stehen an. Das heißt, eine Woche haben wir noch. Heute ein bisschen Umfangreduzierung. 12 bis 14 Kilometer. Lockeres Aufwärmen. Dann bauen wir da schon ein bisschen Schnelligkeit ein, ne, in den Schlagaufbau. Fahren dann 6x30 Schläge. Angefangen bei der 30. Ein bisschen hochgekommen bis zur Rennfrequenz. Gucken wir mal, wie es läuft. Dann fahren wir so ein paar Kilometer locker aus und dann soll es das für heute gewesen sein. Alles klar? Ja? Dann ran ans Schiff. Los geht's. Sagen wir mal Start, 5 Schläge, ja. Versuchen wir das richtig so lokomotivartig anzuschieben, ja. Jeden Schlag nach und nach ran. Das heißt, wir fahren Dreiviertel, halb, Dreiviertel, ganz. Und zusehen, dass wir wirklich jeden Schlag hinten konsequent ausschieben, ja. Also immer erstmal den Schlag zu Ende machen hinten, bevor wir an den nächsten denken. Ja, nicht überhasten, sondern wie so eine Dampflok nach und nach hochziehen, ja. Dann, mal in die Auslage, kleine Länge, ja, mal so Außenhand über dem Ausleger oder auf Höhe der Zehenspitzen. Okay, da sieht man Spannung rein, Oberkörper aufrecht, jawohl. So, Achtung, los! Jawohl, und hier hoch, höch, ja, gut, war gut. Und auslaufen lassen, dann nochmal stoppen stehen. Also, maximal halten, ne? Ganz wichtig, damit das zusammen ist. Achtet immer weiter auf mich, ja? Also auf den Vordermann. Ja. Gemeinsam nach vorne wollen, dann läuft das. Ja, ja, war ganz gut. Ja, also denk mal, jetzt 5 Schläge zum Anschieben und dann setzen wir die 10 Startschläge drauf, da geht dann die Feuerwehr ab, ja? Bis dahin das Boot richtig auf Tempo bringen, ja? Wir das Gefühl haben, dass wir mehr ziehen als rollen. Ja, also dass wir da die Beschleunigung haben und nicht die in der Rolle suchen. Also das auch gedrosselt, ja? Wirklich aufgedacht. Ja, ich dachte, das kann ich raus. Alles klar, dann nochmal die Startumlage. Gleich wird das Wasser wieder ein bisschen ruhiger. Fertig. Achtung. Los! Ja, gut. 4, 5 und 8, 50. Ja, erst mit der Rocket. Ja, gut. Jawohl. Und ruhig. So können wir losfahren. Jetzt hier nochmal kommen.